So, ihr seht uns heute mal in ungewohnter Perspektive. Erstmal wir. Ich bin's der Jens und meine Frau, die Nicole, ist dabei. Und wir sitzen bei uns in der Küche, denn heute beantworten wir eure Fragen. Das ist heute unser Espresso-Talk. Also, wir kriegen ja immer ganz viele Fragen gestellt zu den Videos hier auf YouTube oder auch per Mail. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir immer mal wieder so Videos machen, wo wir einfach uns diese Fragen anschauen, kurz beantworten. Also wirklich so gerade in der Länge eines Espressos. Und damit ihr nicht immer nur mich seht, habe ich die Nicole mitgebracht. Also dann schießen wir los. Das Problem ist nur, wenn dann wir an einem Tag wie gestern oder auch nach Earnings wie einen Spread von teilweise 100% in den Optionspreisen haben. Bedeutet, egal was ich rolle und repariere, ich kann dann nur verlieren. Genau, also das ist eine Frage ja zu dem Video. Ich glaube, da haben wir schon zwei gemacht. Ist Reparieren sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Und das stimmt natürlich, wenn ihr Earnings habt oder wenn ihr irgendein anderes binäres Ereignis habt, sowas wie jetzt im August passiert ist. Und dann ist es natürlich so, dass die Spreads riesengroß sind. Und dann ist es wirklich manchmal sinnvoll, wenn man einfach sagt, jetzt rolle ich halt mal an so einem Tag nicht. Ich lasse es einfach mal laufen, auch wenn es tief im Geld geht oder gegen mich läuft, sondern ich lasse es einfach mal laufen und warte einfach ab, bis sich die Spreads beruhigen. Weil mit so riesengroßen Unterschied zwischen Bid und Ask kannst du im Grunde genommen nicht gewinnen. Und deswegen einfach das Ganze an so einem Tag mal laufen lassen. Sowas hält ja nie 5, 6 Tage an, sondern es geht ja immer bloß ein Tag oder 2 Tage und dann ist Ruhe. Und das sind die Tage, wenn ich immer so ein bisschen aufgeregt nach Hause komme. Aber also man darf es dann nie zu hektisch machen. Und damit du das nie zu hektisch machst, ist natürlich immer die Voraussetzung, dass du einfach keine zu großen Positionen hast. Wenn du natürlich eine Position hast, wo du wirklich Angst haben musst, die zerhaut dir jetzt dein ganzes Konto, hast du ein Problem, hast du viele kleine Positionen, dann kannst du die auch ganz locker mal aussitzen. Gerade im Aktienbereich ist das also kein Thema. Hi Jens, kannst du bitte die Unterschiede bzw. die Vor- und Nachteile zwischen eigenem Konto und Butterfly erklären? Danke. Also, ich glaube, wir haben ein Strategievideo gemacht zu Iron Condors, aber noch nicht zum Butterfly. Merken wir es gleich mal vor, machen wir mal nach. Grundsätzlich kann man sagen, dass ja ein Iron Condor als auch ein Butterfly abgesicherte Strategien sind. Das heißt, man weiß von vornherein, wie viel kann ich denn maximal verlieren. Und man kann nicht sagen, ist der eine besser oder ist der andere schlechter. Beim Iron Condor hat man ja verkauft, man oben zwei Out-of-the-Money Option, also man verkauft einen Out-of-the-Money-Put, einen Out-of-the-Money-Call und kauft dann jeweils noch eine Absicherung dazu. In dem Moment hat man eigentlich ein relativ breites Feld, in dem sich der Kurs bewegen kann. Natürlich ist aber so ein Iron Condor ein bisschen anfällig, wenn zum Beispiel schnell die Volatilität hochgeht. Beim Butterfly verkauft man ja zwei Optionen direkt am Geld und kauft dann ebenfalls zur Absicherung unten noch einen Put, also einen Out-of-the-Money-Put und einen In-the-Money-Put. Man kann das auch mit Calls machen. Und dann hast du eine kleinere Zone, wo sich der Preis bewegen darf. Das heißt, du hast hier so eine Art Zelt. Und das heißt, der Preis hat nicht so viel Platz, nach links und rechts zu gehen. Der Vorteil ist aber der, dass wenn mal die Volatilität hochgeht, dass ein Butterfly fehlerverzeihender ist. Das heißt, du bist mit einem Butterfly nicht so schnell im Minus wie mit einem Iron Condor. Und deswegen gibt es viele Leute, die handeln eher Butterflies, weil sie dann auch mal ein bisschen später noch reagieren können und weil es die nicht so schnell zerfetzt. Ich bin nicht so der ganz große Butterfly-Fan, also ich handle, das liegt aber daran, dass ich auch nicht gerne Iron Condors handle, sondern tendenziell eher Strangles, aber gerade wer jetzt anfängt, für den sind natürlich sowohl Butterflies als auch Iron Condors ziemlich gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch ein Video direkt über Butterflies, ein Strategievideo, wo wir das ein bisschen erklären. Gerade als für Einsteiger, wer nicht so viel Geld hat, sind es eigentlich recht gute Strategie. Und wie lange soll die Laufzeit sein von einem Konto? Naja, das kommt natürlich immer ein bisschen an, drauf an, was du handelst. Also wenn du halt Future-Optionen handelst, dann solltest du tendenziell so ein bisschen länger gehen. Also 60 Tage, 70 Tage, 80 Tage. Wenn du jetzt Aktienoptionen handelst oder ETF-Optionen, würde ich dennoch immer versuchen, nicht so sehr über diese 45 Tage, die wir so als Grundregel haben, drüber rauszugehen. Es ist natürlich immer so, wenn du prinzipiell abgesicherte Strategien handelst, also das heißt, wenn du
dir zu einer verkauften Option noch eine Absicherung kaufst, dann dauert das immer länger, bis du deinen Gewinn hast. Also wenn du jetzt sagst, du verkaufst eine normale, in Anführungszeichen, nackte Option und die hat eine Restlaufzeit von 90 Tagen, kannst du davon ausgehen, nach 30 Tagen hast du deinen Gewinn gemacht. Verkaufst du das Ganze abgesichert, wie zum Beispiel bei einem Iron Condor, dann kann es eben auch schon mal 45 bis 50 Tage im Schnitt dauern, bis du deinen Gewinn hast. Du hast aber eben das Risiko, oder Entschuldigung, du hast den Vorteil, es kann halt nichts passieren. Wenn es dir das Ding über Nacht um die Ohren haut, dann weißt du von vornherein genau, was kannst du verlieren. Man hat also weniger schlaflose Nächte. Also im Grunde genommen Iron Condors Butterflies von der Laufzeit her genauso machen wie einzelne Optionen. 45 Tage bei Aktien, zwischen 60 und 90 ungefähr bei Future-Optionen. Und die letzte Frage, hallo Jens, kann man auch Optionen auf VIX und VVIX verkaufen? Wie wird es in der Praxis umgesetzt? Also man kann Optionen auf den VIX verkaufen, man kann keine Optionen auf den VVIX verkaufen. Der VVIX, die Volatilität der Volatilität, da gibt es keine Optionen darauf, gibt es auch überhaupt keine Produkte darauf, sondern es ist halt nur was wir zur Analyse nehmen. Auf den VIX kann man Optionen verkaufen. Als ich in Chicago war, hat mir mein Händler gesagt, die meisten Leute verlieren mit VIX-Optionen, weil die meisten verstehen VIX-Optionen nicht. VIX-Optionen beziehen sich nämlich, obwohl sie so heißen, eben nicht auf den VIX, sondern auf die VIX-Futures. Die wiederum haben ganz andere Preise als der VIX und haben eben auch nicht diesen Effekt zum Mittelwert, also diesen sogenannten Mean-Reversion-Effekt zurückzukehren. Und deswegen für mich sind VIX-Optionen nicht so das optimale Instrument für die meisten, weil es einfach schwer zum Verstehen ist. Also du hast eine Ableitung von Preisen, das ist der VIX, und jetzt hast du nochmal Optionen, die sich wieder auf andere Preise ableiten. Und das heißt, es ist für die meisten schwer zu fassen. Man kann es jetzt auch hier in zwei, drei Worten nicht so richtig erklären. Also muss man sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Es ist ein spannendes Thema, gerade wer ein Portfolio hedgen will oder wenn es jetzt wie letztens natürlich im August, als so gekracht hat, als die Märkte so an dem Montag so extrem runtergegangen sind, da kann man dann schon mit VIX-Optionen was machen. Aber ich denke, so als Brot- und Buttergeschäft, was man jeden Tag macht, sind VIX-Optionen nicht unbedingt so das Optimum. Das war's für heute. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir trinken unseren Kaffee und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, Servus, macht's gut.